Willkommen zurück zur kurzen Vortragsreihe zur Biologie ausgewählter Orchideen der Eifel. Das alles natürlich wie immer im Rahmen des Moduls BIP 010, Biologie der Pflanzen. Und jetzt kommt der vierte Film, Anpassung an die Bestäubung. Über die Bestäubungsbiologie habe ich bereits im Sommer in den Bestimmungsübungen Pflanzen erzählt. Hier gibt es den 10. Vorlesung Bestäubungsbiologie. Hier bitte nochmal auffrischen, um was es eigentlich geht bei der Bestäubung. Grundsätzlich ist die Bestäubung die Pollenübertragung und Bestäubung und Befruchtung sind eben sehr stark zu unterscheiden, weil bei Befruchtung haben wir eine Verschmelzung der beiden Gameten und die Bestäubung ist zunächst mal die Übertragung von der einen Blüte auf die andere. Und auch nochmal so ein wichtiger Hintergrund: Es gibt verschiedene Arten der Bestäubung, Wasserbestäubung, Windbestäubung. Bei den Orchideen haben wir die Tierbestäubung, also einen gerichteten Pollentransport. Wir haben besondere Anpassung, eine Koevolution und darüber hinaus. Und wir haben eine Funktionseinheit, die Blume, die aus Sexualorganen, dem Signal und der Belohnung besteht. Hier gibt es dann in dem Film der Vorlesung 10, gibt es einige Beispiele von Salvia, von der Asteraceae, von Iris und dann auch so ein paar andere Dinge. Zur Wiederholung sicherlich gut geeignet, aber hier gehen wir speziell weiter auf die Orchideen. Ich beschränke mich bei der Beschreibung der Bestäubung auf zwei Arten, das Knabenkraut und die Ragwurz. Die Ragwurz haben wir auch schon mal ganz kurz in der Vorlesung 10 besprochen, aber das wird hier etwas intensiver behandelt werden. Fangen wir mal an mit dem Knabenkraut. Eine Orchidee, die wir relativ häufig finden werden, nicht immer unbedingt Dactylorhiza maculata, es gibt noch Dactylorhiza fuchsii und Dactylorhiza majalis. Wir haben verschiedene Knabenkräuter da, manchmal auch bastardiert, also nicht ganz simpel, aber die alle machen die gleiche Bestäubung. Und von daher ist das ganz gut geeignet. Und das ist die Ophrys insectifera, die Fliegenragwurz, eine sehr spezielle Orchidee, wie ich finde. Es gibt eine zweite Art in der Eifel, die Ophrys apifera, die Bienenragwurz. Vielleicht haben wir Glück und finden dieses Jahr auch. Dactylorhiza. Das ist die Blüte in einer Nahaufnahme und das ist die Blüte von der Seite. Jetzt müssen wir mal anfangen, so ein bisschen die verschiedenen Dinge zu beschreiben. Das eine, das kennen wir jetzt schon, hier ist die Lippe, also das Labellum, durch Resupination von oben nach unten gelagert. Dieses Labellum hat, das kann man an der Seite sehr schön sehen, eben nach hinten eine Aussackung, einen typischen Sporn. Da drin ist Nektar, also die Belohnung. Also das Tier will da dran und dabei werden die Gameten auf das Tier übertragen und dann wieder auf die Narbe übertragen. Hier sieht man den Sporneingang. Wenn man so genau hinguckt, sieht man hier so eine leichte dunklere Färbung. Also da will das Tier rein. Hier sieht man den Fruchtknoten, hatte ich eben schon gesagt, der Resupination, kann man hier ganz gut sehen. Dann haben wir hier oben verschiedene Periomblätter. Wenn man durchzählt, wären es entsprechend 5 plus Labellum wären 6 Periomblätter. Und da sieht man schon die beiden Theken, da drin dann die Pollinarien, komme ich gleich mal darauf zu sprechen. Nochmal die Theke etwas näher rausgeholt und das Ganze mal in einer Zeichnung. Manchmal sind Zeichnungen dazu da, um Dinge etwas zu verdeutlichen. Ich finde, das gelingt dann durchaus ganz gut. Der Sporneingang, der ist hier so unscharf zu sehen. Der wäre also hier an dieser Stelle, also vom Labellum geht es rein. Das Labellum ist hier eigentlich abpräpariert worden, aber der Sporneingang ist immer noch klar. Dann unter dem Sporn oder überhalb des Sporneingangs, da liegt die Narbe. Also hier irgendwo, da ist die Narbe. Dann hat man hier so einen Zapfen, der davor steht. Und dieser Zapfen, das ist das Rostellum. Also da ist die Narbe und da ist das Rostellum. Und dann haben wir das Pollinarium. Da oben ist die Theke, Pollinarium ist also in der Theke drin. Nochmal zur Erinnerung, Pollinarium besteht aus den verklebten Pollen. Dann haben wir den Stiel und den Klebkörper. Das Gymnostemium ist die Theken und hier unten das Rostellum. Ist also nicht so schön ausgeprägt, wie wir es beispielsweise bei Phalaenopsis gehabt haben, aber auch hier sprechen wir von einem Gymnostemium. Von der Seite aus betrachtet gibt es eine sehr schöne Abbildung vom Darwin von 1862
Und hier sieht man von der Seite, hier ist der Rest vom Labellum, so schräg angeschnitten hier. Hier sieht man den Sporn von der Seite. Hier sieht man die beiden Theken. Hier unten wäre die Narbe da. Und hier sieht man jetzt auch die Funktion des Rostellums. Das Rostellum trennt quasi die Pollinarien oder die Theken von der entsprechenden Narbe. Da die Theke, da das Rostellum und da die Narbe. Und dann haben wir auch die Funktion des Rostellums nochmal deutlich, verhindert eben die Selbstbestäubung. Ob das jetzt Schnäbelchenhals oder Tasche oder Klebscheibenhalter oder Cup, es gibt die verschiedenen Begriffe dafür. Es gibt auch Interpretationen, wo kommt das Rostellum denn her? Ist es denn ein Narbenlappen oder ähnliches? Das soll uns alles nicht interessieren. Das ist auch ziemlich heiß diskutiert, jedenfalls in manchen Kreisen. Aber wichtig für uns ist Narbe und Theken getrennt durch das Rostellum. Wenn also eine Biene oder eine Hummel jetzt hier ankommt und möchte entsprechend einen Nektar, dann krabbelt das Tier hier rein und kann hier an dem Nektar sich entsprechend erfreuen. Geht also da rein und kriegt dann automatisch die Pollinarien auf den Kopf geklebt. Und jetzt kommt was ganz Spannendes. Auch das ist übrigens eine Zeichnung von Darwin, die ist in vielen, vielen Büchern kopiert worden. Dieses Stielchen des Pollinariums, das welkt relativ schnell. Das heißt, wenn die Hummel hier reingekrabbelt ist, hat die Pollinarien abgekriegt und fliegt weg, dann welken diese Stielchen relativ rasch in wenigen Sekunden oder Minuten und senken sich so mehr nach unten. Und damit, wenn also beim nächsten Besuch einer Orchidee die Hummel bereits beladen ist und hier reinkrabbelt, dann kommt es am Rostellum vorbei und kann dann die Pollensäcke, die Pollinien hier an die Narbe abstreifen, holt durch den Nektar und fliegt entsprechend wieder weg. Insgesamt also eine sehr erstaunliche Erfindung, aber im Grunde nicht weiter ungewöhnlich, ähnlich wie wir es auch bei Salbei oder ähnlichen Pflanzen haben. Also schon speziell, aber doch verständlich. Pollen auf das Tier und Pollen auf die Narbe, belohnt durch den Sporn. Jetzt gehen wir mal ein Stückchen zur Ragwurz. Die Ragwurz ist ja interessant, die Fliegenragwurz hier. Auch darüber haben wir kurz in der 10. Folge etwas gehört und das will ich jetzt hier ein Stück weit vertiefen. Wir fangen an mit dem Begriff Mimikry oder Sexualtäuschblumen. Dazu gehört nämlich diese Fliegenragwurz. Ein Mimikry ist zunächst mal eine täuschende Nachahmung. Das heißt, ich habe ein Vorbild. Und das mache ich nach und dadurch, dass ich es nachmache, kann ich meine Fitness entsprechend erhöhen. Wir haben also ein Drei-Komponenten-System nach Wickler. Wir haben das Vorbild, wir haben den Nachahmer, den Mimen und wir haben einen Signalempfänger. Das Vorbild sendet ein Signal und der Nachahmer, der Mime, sendet eine Signalkopie. Und die entscheidende Frage ist, wie der Signalempfänger auf diese Kopie reagiert. Nehmen wir es nochmal hier etwas deutlicher. Vorbild und Nachahmer sind für den Signalempfänger uninteressant. Dann habe ich keine Reaktion des Signalempfängers, interessiert mich ja nicht. Und das nennt man Mimese. Also lebende Steine, Sie erinnern sich vielleicht, das sind so typische Dinge, die werden einfach übersehen. So, der häufigere Fall ist, dass S1 und S2 beides für den Empfänger interessant ist. Und dann gibt es zwei verschiedene Reaktionen. Das eine ist, der Empfänger meidet das Vorbild und entsprechend auch den Nachahmer. Das ist eine defensive Mimikrie. So, defensiv, das kennen Sie vielleicht von den Schwebfliegen, die aussehen wie Wespen und man mag die Wespe nicht. Wir sind der Signalempfänger, wir mögen die Wespe nicht. Und dann kommt eine Schwebfliege an, sieht ein bisschen so aus im ersten Moment und denkt, oh, ist eine Wespe weg. Das ist so das Meiden, weil man ja Angst hat, entsprechend gestochen zu werden. Umgekehrt ist es auch möglich, dass wir ein Vorbild haben und der Signalempfänger ist davon angetan. Und die Signalkopie ist so ausgelegt des Nachahmers, dass der Signalempfänger darauf eben auch fliegt, angelockt wird. Und das wäre eine offensive Mimikrie. Und diesen Fallbeispiel haben wir jetzt hier bei der Ophrys. Wer ist der Empfänger? Empfänger sind männliche Grabwertwespen und Solitärbienen.
Was machen diese Tiere? Die haben Männchen und Weibchen, das ist klar. Und die Weibchen schlüpfen im Frühjahr und krabbeln einen Grashalm hoch und setzen sich so in 10, 15 cm Entfernung hin und warten auf die Männchen, die dann bereits geschlüpft sind, damit man entsprechend da eine Kopulation hinkriegt. Die Männchen werden angelockt durch verschiedene Pheromone, also Sexualduftstoffe, und dann durch die Optik und ähnliches mehr. Das Männchen greift dann die Wespe oder das Weibchen und dann fliegen die beiden weg und dann gibt es den Hochzeitstanz. Und in dieses System klingt sich die Orchidee jetzt rein. Das Signal für das Männchen ist eigentlich das Weibchen. Und die Orchidee macht nun hier eine solche Lippe, aber hat verschiedene Signalkopien. Das erste ist, wir haben Pheromone, das heißt Ophrys insectifera bildet Pheromone aus, die sehr ähnlich sind wie die Pheromone der weiblichen Grabwespe, sodass das Männchen diese beiden Duftstoffe verwechselt. Es gibt schöne Untersuchungen aus den 60er Jahren, da hat man gemerkt, dass diese Pheromone bis zu 1000 Meter Entfernung wirken. Also hier mal so eine Skalierung, hier sind die Meter und hier dann der eine Meter nochmal genauer. Und da platzieren wir jetzt eine Ragwurz hin und hier setzen wir die Grabwespe aus. So, das Flugverhalten ist schön beobachtet worden und ist zunächst im Zickzack, ist aber gerichtet und fliegt dann irgendwann in Richtung unserer Ragwurz. Und dann so ab etwa einem Meter fängt an, die Grabwespe das ganze Gebilde zu umkreisen und kommt der Sache immer näher. Alles gelenkt nur durch den Duftstoff der Orchidee. In der Zeit, wo die Orchidee übrigens blüht und die Männchen schon geschlüpft sind, da sind die Weibchen eben noch nicht geschlüpft. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also wir haben eine sehr enge Zeitbegrenzung. Also es muss passieren, bevor die Weibchen in großem Maße sozusagen sich präsentieren, weil das Original ist dann doch ein bisschen vom Signal her stärker als die Orchidee. Aber das ist so eine kurze Zeitspanne, wo das sehr genau funktioniert. Dann gibt es die visuelle Signalkopie, das sieht also ein bisschen offensichtlich so aus wie eine weibliche Grabwespe. Gut, nehmen wir so hin. Und dann gibt es ein drittes Ding, das kann man hier nicht so schön sehen, das werden wir uns bei den Originalen in der Eifel sehr genau mal anschauen, wenn wir Lupen dabei haben. Diese Lippe ist sehr stark behaart und hat eine verschiedene Ausrichtung der Haare, sodass sich das Insekt tatsächlich auf die Lippe niederlässt und sich auch wirklich ausrichtet und sozusagen seine optimale Position findet. Und dann fängt es auch an zu kopulieren, also eine klare Pseudokopulation, weil die Reaktion des Weibchens fehlt natürlich irgendwann und das Männchen fliegt dann irgendwann etwas frustriert davon. Hier sieht man nochmal die typische Kopulation. Das ist ein sehr schönes Bild aus dem Hess von 1983, die Blüte. Gibt es in der neuen Auflage, haben wir bei uns in der Bibliothek. Also da unbedingt mal reinschauen. Ist ein sehr, sehr interessantes und schönes Buch mit vielen, vielen tollen Beispielen. Und wer das Ganze eben mal als Film sich anschauen will, da gibt es eigentlich bei YouTube nicht allzu viel, aber es gibt von David Attenborough diesen kleinen Film, kann ich sehr empfehlen. Da wird es sehr wunderbar gezeigt, wie das Insekt an die Blüte kommt und dann bei der Pseudokopulation die Pollinarien auf die Stirn geklatscht bekommt und beim nächsten Besuch dann die Pollinien hier, da ist die Narbe, also unterhalb der Theke die Narbe, da wird dann das Pollinium abgestreift. Also auch da gibt es ein Rostellum, um die beiden zu trennen. Aber das ist jetzt hier nicht so wichtig. Wichtig ist mir hier, dass man das Prinzip nochmal begreift. Hier geht es dann eben keine Belohnung. Hier wird so getan, als ob es ein Weibchen wäre. Also hier ist das typische Bestäubungssyndrom etwas gestört, weil die Belohnung für das Insekt ausbleibt. Trotzdem klappt das Ganze. Sie sehen zwei typische Fallbeispiele, das Knabenkraut, ein typisches Schulbuch oder Lehrbuchbeispiel und die Ragwurz als eines der wohl beeindruckendsten Bestäubungsmechanismen bei den Pflanzen. Dann hoffe ich darauf, dass wir das in der Eifel wunderbar beobachten werden und ich bedanke mich hier schon mal für Ihre Aufmerksamkeit.